Grüßt euch erst einmal, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Richtig. Nein, die Mütze muss ich meiner Schwester bringen und allein deswegen lohnt es sich schon, zu ihr zu fahren und einfach auch direkt ein Video zu drehen. Also, ich habe deine Mütze mitgenommen. Okay Leute, ich bin jetzt, okay, ich ziehe das erstmal ab. Das ist übrigens mein Ringlight. Okay. Ja, wir werden jetzt erstmal zum Sport gehen. Da werden wir euch aber nicht mitnehmen, weil das wollt ihr nicht sehen. Und danach drehen wir ein Video. Das steht wahrscheinlich schon im Titel. Ja. Nö. Ab zum Sport, ab nach draußen. Wir fahren jetzt los. Wir gehen jetzt los. Bis später. So Leute, wir waren. Muss er mal auskauen, ja? Da ist noch was. Nein, doch. Okay Leute, was habe ich heute vor mit meiner Schwester? Wartet mal kurz. Und zwar habe ich mir mal wieder Geld mitgenommen. Und zwar, das sind 400 Euro. Ich habe mir da ein sehr witziges Video rausgesucht. Ich habe mir ehrlich gesagt das Video vor anderthalb Wochen, zwei Wochen schon mal angeguckt. Ich konnte nicht mehr. Nein, doch. Und deswegen versuchen wir es heute einfach nochmal. Nice. Ich wollte, dass Sie glauben, ich wäre nur durch mein Talent so weit gekommen. Das Leute zu vertuschen. Sie erstmal. What? Du hättest alles sagen können, aber wieso sagt sie das? Ich hab's wahrscheinlich rausgepiept. Richtig. Können wir anfangen? Also hier meine Schwester, ich denke mal, ihr kennt sie mittlerweile. Nö. Moin. Er hasst es, wenn ich das mache. Ich hab meinen Standard. Heute habe ich noch mehr Geld mitgebracht als sonst. Aber ich würde behaupten, heute ist es noch schwerer als sonst. Denn ich habe mich bei dem Video nicht mehr einbekommen. Du bekommst 400 Euro, wenn du heute nicht lachst. Mann. Pro Lacher verlierst du 100 Euro. Wenn ich aber lache, kriegst du von mir 50 Euro. Okay, nice. Also würde ich einfach mal sagen, wir starten. Und vielleicht ihr zu Hause versucht einfach mal mitzumachen. Nö. Aber ich denke mal... Para, para. Du schaffst es nicht. Ich glaube nicht an dich. Ich will nicht so viel rumlabern, wir starten einfach. Los geht's. Hast du wieder Screen-Ding? Der Programmpunkt ist, den Wiki-Wacki zu erlernen. Ja, komm. Komm, wir gehen mal rein. Das dumme Drecksgelaber geht mir auf den Sack, weißt du da. Und weißt du, ich mach mal ein bisschen lauter. Die Eier langsam geht, ey. Scheiße, mach lauter, Idiot. Ich mach das nicht. Jetzt ist da. Ja. Boah, jetzt hab ich mir am Finger. Ich hab Angst, ey. Scheiße. Wir schlafen heute hier. Das ist ein Zusammenschnitt, verstehst du es? Ja, warum muss ich denn fahren? Das ist so eine Heulsuse, der Typ. Das war kein Lacher, ja? Das ist tiny little bit. Boah, der ist stark. Und? Oh, der ist stark. Probier mal. Der brennt. Defi. Boah, ja, der Mund brennt wie sonst was. Boah, ist das stark. Du kannst dich nicht in die Brennerei rotzen. Wenn man den so trinkt, ist der schon echt lecker. Das ist mein erster richtiger Whisky, den ich trinke. Ich glaube, ich habe zu gute Laune. Ich habe gleich schon drauf mal Grinsen drauf. Du guckst die ganze Zeit so doof in die Kamera. Aber sie hat kein Geld verloren, also kriegt sie von mir auch nichts dazu gerade. Was ist los? Von mir ist warm. Was ist das für ein Gefühl, Daniel? Setz dich doch auf die andere Seite, dann weißt du, was das für ein Gefühl ist, du Affe. How long we fly? About 20 minutes. 20 minutes? 20 minutes. Oh, double fuck. Ich sagte Amsterdam Cup. Also gilt das Lachen jetzt schon? Ich hab nur wegen dir gelacht. Gilt das? Boah, double fuck. Also ich fand's nicht lustig und ich hab auch nicht gelacht. Gilt das jetzt oder gilt das nicht? Du hast wirklich nur wegen mir gelacht. Ich hab nur wegen dir gelacht. Versprochen, safe. Ja, okay, also noch sind's deine 400 Euro. Wir ziehen das jetzt bis 5 Minuten durch. Ey, das ist wirklich schwer für mich, weil ich gerade vor allem auch so richtig gute Laune habe, dass mir einfach nur zu lachen zumute ist. Nice. Deswegen geht das gerade nicht anders, aber ich versuche weiter ernst zu bleiben. Und ich hoffe, du nicht. Ich will mich jetzt schon am Arsch lecken. Warum? Boah. Aber haust du dir eigentlich immer Baldrian rein vor so Drehs oder was? Ja, klar. Asozial. Der Joe kommt hinten rechts hin. Mann, Daniel, nein! Und wie ist es? Weißt du, was ich hoffe? Dass ihr von zwei Kiffern ausgeraubt werdet. Aber komplett. Warum denn von Kiffern? Das denke ich auch gerade. Du könntest alles sagen, obdachlos, aber er sagt von zwei Kiffern. Vielleicht, weil die dann in Amsterdam sind oder so, aber du hast gelacht, ich hab gelacht, deswegen verlierst du nur
50 Euro. Nice. 350 Euro hat sie noch, weiter geht's. Er liebt euch, ihr beiden, ne? Nee, ich hasse den mittlerweile. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Ehrlich gesagt auch nicht. Auch nicht, ne? Ja. Wir wissen doch beide, was das ist. Und dir ist es doch genauso unangenehm. Das ist ein Vibrator. Ist das ein Ja, natürlich Vibrator. Ist das ein Uschi-Moped. Hauptsache, du sitzt mit deinem dummen Arsch da drin, du Dünner, ey. Blödes Fettschwein. Ey, weißt du, was ich scheiße finde? Der kann sich nur aufregen, dieser Typ. Ihr fahrt jetzt schön mit euren scheiß Kackärschen in die Unterkunft, könnt euch entspannen. Wir eiern wie ein paar Blöde durch die Gegend und wenn ich dann da irgendwann in 5 Stunden ankomme, verstehst du, ey, dann ist wieder der Palaver da. Nee, leck mich, ey. Hör mir doch mal zu Ende zu. Red doch nicht immer dazwischen. Kannst du nicht so schreien? Das ist eine Frechheit, ist das. Nein. Komm jetzt. Nein. Komm. Nein. Komm. Ich fange an hier laut zu. Ich mache hier eine richtige Szene, Junge. Ich werfe mich auch auf den Boden und schreibe wie ein kleines... Kennst du den Typen eigentlich aus dem Fernsehen? Ja, aber der sagt mir was, aber ich kann ihn gerade nicht richtig zuordnen. Nö. Also ich kenne ihn nur aus Mitten im Beet oder sowas. Und mittlerweile denke ich mir, manches ist so ein bisschen gespielt, aber ich weiß es nicht. Okay. Meint ihr, dass es gespielt, was er da macht? Dass er sich nur durchgehend aufregt? Na klar ist das nicht die ganze Serie lang, aber er ist halt dafür bekannt, dass er sich mal übertrieben aufregen kann. Bis jetzt musste ich nicht lachen, ungewöhnlicherweise. Deswegen, weiter geht's. Fettes Plan, ich schwöre dir das. Du darfst hier auf keinen Fall irgendwie eine Szene jetzt auf der Straße machen. Ist mir doch scheißegal. Nur weil wir dir eine private Bauchtanzstunde organisiert haben. Ich will keine, Junge, hör auf, ich will keine private Bauchtanzstunde. Hast du jetzt schon Heimweh, oder? Nee, hast du jetzt schon Heimweh. Ich finde das scheiße, dass ich mein scheiß Telefon abgeben muss. Das finde ich echt scheiße, Jungs. Alter, guck dir bitte die Dusche, boah, Junge. Komm mal hier rein. Vor allem, er ist richtig aggro. Ja, jetzt hier sofort rein. Guck dir bitte oben den Duschkopf an. Junge, wenn ich da drunter dusche, hab ich wieder Haare. Guck dir das da bitte an. Nein! Ja! 100 Euro weg! Kacke! 250 Euro sind noch im Sack. Oh, Kacke! Ich hab nicht gelacht. Also, wenn dann vielleicht, weil sie gelacht hat, aber okay. Versuche ernst zu bleiben, ne? Das ist. Willst du ihn vielleicht grüßen? If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hand. Ich hab ihn vorhin gefragt, ob seine Haare eigentlich schnell wachsen. Der guckt mich so an. What? Er hat eine Glatze. Also ich fand's nicht lustig und ich hab auch nicht gelacht. Da wird echt gefragt, ob er sich auch die Haare schneiden muss und er hat einfach eine Glatze, also... Aber so eine Full-Glatze. Ja, nee, nur so brecht. Simon, ich hab dich lieb. Oh Gott. Guck dir bitte, komm hier rein mit der Kamera. Guck dir den Knopf an, Junge. Wenn ich da dran pack, bin ich ein einarmiger Bandit. Wir haben jetzt 11.30 Uhr. Darf ich das überhaupt sagen? Wenn es um so viel Geld geht, darfst du das ruhig sagen. Aber weil wir beide gelacht haben, packe ich jetzt nur 50 Euro weg. Okay. Scheiße, ich muss wieder was dazu kriegen. Mein Pott wird langsam leer. Wir sind noch bei 200 Euro, oder? 70, 80, 90, ja. Nice. Gleich ist es weg, ne? Wenn das so weitergeht. Gut für mich. Wir sehen uns am Bahnhof. Philipp und ich bin schon mal vor. Hier sind wir alleine. Was ein Arschloch, ey. Hoffentlich werden die ausgeraubt. Irgendwo nackt. Das kleine. Nein, doch, doch, doch. Nein. Leute, das war. Das war. Ey, das war doch irgendwo so ein ganz kleiner. Das war. 100 Euro sind weg. Mann. Die letzten 100 was Euro. Was hat der mit seinem scheiß Ausrauben, Alter? Was geht bei ihm? Ja, erst von Kindern, jetzt von normalen Leuten. Wir denen das wünscht die ganze Zeit. Und wir machen jetzt noch 1 Minute 15 etwa, gucken wir das Video an. Bis dahin gilt es. Es ist an jeder scheiß Ecke hier so eine dämliche Metrostation. Nur jetzt, wenn er nicht... Du kannst hier noch einen Arschwund laufen, ey. Ja, ja, noch einen tollen Programmpunkt. Hier, bitteschön. Boah, die kommen sich doch jetzt wieder vor wie die Könige der Nacht. Nein, bitte nein. Mann, das ist so fies.
Okay, das Geld ist jetzt weg. Das Geld ist jetzt weg. Aber. Ich kann ja noch wieder was dazu. Ja, eine Minute geht's noch. Eine Minute. Die ganze Rucksack rede ich kein Wort mit den Affen. Ich bleib jetzt hier sitzen. Wir können jetzt diskutieren. Eine Stunde komm lang. Runter. Ich bleib jetzt hier sitzen. Du suchst. Komm, Rinder. Du bist doch der muss. Oh, sie hat's, glaube ich, immer noch nicht verstanden. Es geht um Versuch nicht zu lachen. Ja. Im letzten Video. Im vorletzten Video. Übertrieben viel gelacht und mein Akku ist gleich leer. Scheiße, ey. Das war's mal wieder komplett. Die letzten 50 Sekunden. Ja. Mir jetzt. Aber du kannst ja trotzdem mal jemanden fragen. Das ist so ein Arschloch, oder? Richtig Palaver. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht. Nein. Hör mal, hast du sie doch alle? Ey, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Wo putzt man sich die Zähne? Wo duscht man sich denn? Im Bad. Ach, im Bad. Ja. Mit wie vielen anderen Leuten? Das ist für uns beide. Alleine. Wo duscht man? Ach, da. Ey, das geht safe. Nö. Meine Lippen waren geschlossen. Bitte mir eine Kuffi. Danke. Letzten 15 Sekunden, ne? Bist du bereit? Mhm. Nochmal durch, tief durchatmen. Ja, das ist geil. Du setzt dich auf den Boller, bist am Kacken und dabei duschst du dich ab. Sag doch bitte einfach. Gib mir mein Money. Du sitzt auf dem Boller? Ja, okay. Scheiße. Du kannst nochmal laut loslachen. Alles gut. Hey, lass es raus. Wir haben das gesehen. Wir haben mit allem so ein Smilen gehabt, dass wir der dicke Pony schön in die kleine Bruchbude hier reinschwenken. Ey! Also mein kleiner gesagt, oh. Dass du Pause gemacht hast, sonst hätte ich dir jetzt schon wieder fünf. Oh. Wie viel sind das jetzt? 150. Oh. Was ist denn los mit dir, Les? Okay, Leute, ihr seht selber, ich lache gerne. Vor allem ist das, würde ich mal vorsichtig behaupten, genau mein Humor. Weil er nur am Rumschreien ist, sich die ganze Zeit beschwert. Und das auf eine mega witzige, aber auch sympathische Art, muss ich sagen. Ja, ich bin jetzt 150 Euro ärmer. Ich hoffe, du wirst nicht ausgeraubt. Hast du Bock, Instagram zu sagen? Warte, es kostet dich 150 Euro. Nein, das war ein Scherz. Das Geld darf sie natürlich behalten und du darfst auch natürlich dein Instagram sagen. Ich weiß selber nicht mal, wie du bei Instagram heißt. Ich glaube, ich heiße eigentlich nur ganz normal Jael Koch, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, die heißt fast wie ich, nur anders halt. Ich habe sie unten eingeblendet. Ihr könnt ihr natürlich folgen, wenn ihr Lust drauf habt, wenn ihr mal ihre Bilder durchliken wollt. Aber nicht, wenn ihr sie anschreiben wollt. Dann ihr wird richtig Ärger. Okay, Leute, das soll es wirklich mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, wir konnten euch mal wieder so ein bisschen unterhalten und ein bisschen zum Lachen bringen. Vielleicht euch ein bisschen von der Langeweile abhalten. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Und willst du noch irgendwas sagen? Nein. Mach's gut. Alle so, wow, da kommt jetzt voll was Krasses. Nein. Ciao, Leute. If you're happy and you know it, clap your hands.